Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal wieder um eine Sache, die auf Instagram gefragt wurde. Und ich wurde gefragt, wie mache ich meine Augenbrauen? Und ich habe da so zwei Methoden. Also entweder mache ich meine Augenbrauen so wie hier, so fluffy, dass man so die Haare sieht. Oder wirklich so richtig clean, sauber umrandet. Und heute stelle ich euch die erstere Methode vor, also so wie ich die Augenbrauen jetzt habe. Und zwar mache ich das mit der Soap Brow Methode. Wer das noch nicht kennt, für den wird gleich wahrscheinlich ein... Nennen wir das? Die Steine von den Augen fallen? Nennt man das so? Ja, es ist auf jeden Fall etwas, wo ich finde, wo jeder, der auf solche Augenbrauen steht, schon mal von gehört haben muss. Und wenn ihr davon noch nie gehört habt, dann gerne. Ich zeig's euch gerne. Ihr müsst euch nicht bedanken. Es ist auf jeden Fall so ein Lifesaver. Das kann ich schon mal verraten, weil ich habe mich zum Beispiel auch durch tausende Augenbrauen-Gels getestet und nichts hat meine Augenbrauen-Haare so fixiert wie Seife. Ja, klingt komisch, aber wartet mal ab, ihr werdet sehen. Ja, und wenn ihr auch mal einen Wunsch habt, was Videoideen angeht, oder wenn ihr so sagt, boah, wie hast du das und das gemacht, oder ich habe in deinen Videos das und das gesehen, kannst du darüber mal ein Video machen, dann schreibt mir das gerne auf Instagram. Ich bin wirklich dankbar für jeden Vorschlag und ich gehe dem natürlich auch gerne nach und deshalb folgt mir auf Instagram. Ich heiße da so und ich würde sagen, wir starten auch direkt. So, es ist auch super wichtig, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Full-Face-Make-Up-Look machen wollt, dass ihr die Foundation, Puder und so nach den Augenbrauen auftragt. Also macht am besten sogar die Augenbrauen zuerst oder wie ich, macht das Augen-Make-Up und dann die Augenbrauen, weil sonst verschmiert das ganze andere und dann ist es natürlich nicht mehr so schön. So, die Seife, die ich dafür benutze, das ist diese hier. Das ist die CD Milde Seife Avocado, die gibt es bei DM. Die funktioniert ziemlich gut. Die kostet 75 Cent und die sieht so aus. Es ist ganz wichtig, dass ihr eine transparente Seife nehmt und keine Cremeseife, dann funktioniert das nicht so gut. Woran erkennt ihr, dass die transparent ist? Ich meine, hier kann man jetzt auch nicht durchgucken, aber man sieht, wenn ich meinen Finger dahinter halte, sieht man auf jeden Fall ein bisschen was durch und so eine Seife braucht ihr. Dann habe ich hier so eine Wassersprühflasche. Und ich sprühe einfach ein bisschen auf die Oberfläche von der Seife. Und man muss einfach warten, bis da so ein Gel drauf entsteht. Das kann man auch ruhig ein bisschen einziehen lassen. Also, dass die Seife das so ein bisschen aufsaugt, sage ich mal. Das lege ich jetzt mal kurz zur Seite. So, und ich benutze dafür noch von Evelyn diese Wimpernstyler. Da sind vier verschiedene drin und das ist wie bei Mascara. Jeder hat da so seine Favoriten, was die Bürsten angeht. Ich benutze super gerne die grüne hier raus, aber das muss jeder ausprobieren. Und deshalb ist es ganz cool, wenn man so eine Auswahl hat. Die kosten auch nur 1,50 und ja, die kann man auch super für die Wimpern nehmen. Die sind schon ganz cool. Und dann habe ich hier meine Seife. Und da reibe ich jetzt so drüber und nehme damit dieses Gel auf. Sieht man auch ganz gut auf der Bürste. So, und dann nehmt ihr einfach die Bürste und kämmt die Haare so hoch. Und da sieht man schon, wie gut das klappt. Ich muss jetzt dazu sagen, meine Augen sind auch gemikrobladet. Das sieht man jetzt auch ein bisschen, aber... Das klappt natürlich trotzdem. Also ich mache die erstmal so hoch, auch wenn das jetzt ein bisschen zu krass aussieht. Hier vorne mag ich das auch total gerne. Und Leute, ich sage euch, ich habe wirklich nicht viele Haare. So, und damit das natürlich nicht ganz so wild aussieht, sag ich mal, nehme ich so die Spitze vom Pinsel und forme die Augenbrauen so ein bisschen. Also ich streiche die quasi so wieder runter, wie ich die gern hätte. Man kann die auch hinterher noch mit Augenbrauenpuder auffüllen, das mache ich gleich auch noch.
Aber so sieht das doch erstmal echt ganz gut aus. Ich finde auch gerade, wenn man den Vergleich sieht, ist das auf jeden Fall ein Unterschied. Und wenn man die jetzt gleich noch auffüllt, dann sind die echt richtig, richtig cool. Und ich sag euch was, das hält bombenfest. Also, wie gesagt, ich kenne kein Augenbrauengel, was irgendwie ansatzweise so gut hält wie Seife. Das ist jetzt bei mir der Fall. Manchmal direkt die andere Seite, da ist meine Augenbraue sowieso ein bisschen dünner, beziehungsweise das Microblading ist da schon die Farbe mehr rausgegangen als auf der anderen Seite. Und mache das gleiche. Wenn da so hinterher weiße Seifenreste sind, das ist jetzt nicht so schlimm. Das kann man auch, wie gesagt, auch nochmal damit Augenbrauenpuder oder ich mache zum Beispiel auch oft, nehme ich einfach braunen Lidschatten und fülle damit meine Augenbrauen so ein bisschen auf. Und damit kann auch dann die weißen Stückchen, die sich da jetzt teilweise so ein bisschen verfangen haben, auch entfernen. Man sieht, dass ich hier eigentlich relativ viele Haare habe und die hier total dünn sind. Das war halt auch der Grund, warum ich Microblading mal machen lassen habe, weil ich echt ungeschminkt oder also beziehungsweise ohne Augenbrauen gemacht habe. Also, boah, was rede ich für ein Deutsch? Also, ihr wisst, was ich meine, dass ich nicht aus dem Haus gehen konnte, wenn ich meine Augenbrauen nicht gemacht habe. Zumindest die musste ich immer machen. Und seit ich das Microblading habe, geht das fit. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen was von meinem Lidschatten. Dann fülle ich hier unten einfach so ein bisschen auf. Halt genau da, wo ich auch so wenige Haare habe. So, das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Ich werde jetzt noch meine Foundation und mein restliches Make-up auftragen und dann sehen wir uns wieder. Was ich euch noch für einen Tipp geben möchte, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Foundation auftragt, nehmt so einen Q-Tip und geht hier an der Stelle mal so ein bisschen damit her, weil da ist noch ein bisschen Seife und es kann sein, dass sich dann eure Foundation da ein bisschen komisch absetzt. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal von der Soap Brow Methode gehört habt oder ob ihr das ja zum ersten Mal gesehen habt. Das würde mich auch voll interessieren, wie weit das so verbreitet ist. Auf jeden Fall vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.